Ausball unter die rechte Pobacke nehmen. Linkes Bein ausgestreckt, rechtes Bein angewinkelt. Dann linke Pobacke anheben und das ganze Gewicht auf die rechte Pobacke geben. Und dann könnt ihr einfach erstmal global den Po abrollen, also einfach mal kreisen. Und dann fangt ihr an, nehmt den Ball nach unten zum Steißbein, also an der Pobacke innen, und kreist am Po innen nach oben bis zum Becken und wieder runter. Wenn ihr da einen Punkt habt, der ziemlich fest ist, ist meistens so auf halbem Weg hoch runter zwischen dem Hüftgelenk und dem Steißbein, könnt ihr den linken Fuß aufstellen, rechten Fuß ein bisschen strecken und dann anwinkeln, innen rotieren, das ist innen rotieren, und das Knie wieder nach außen kippen lassen. So 10, 15 Mal. Dann mit dem Ball ein bisschen nach oben gehen, nochmal. Ich würde sagen, ungefähr an die Mitte der Pobacke. Dabei das Becken ein bisschen nach außen kippen lassen schon, dann dürfte der nächste Punkt auftauchen. Oberhalb vom Hüftkopf. Wenn man da drauf ist, kann man wieder Knie nach außen fallen lassen und anheben, also innen Außenrotation in der Hüfte durchführen. Ist immer ganz gut, wenn man einen Punkt hat, dann den Muskel drüber zu bewegen, um ihn zu lockern. Und dann geht ihr auf die Seite. Der Ball ist im Prinzip, also wir haben jetzt hier hochgearbeitet. Jetzt ist der Ball oben außen hinter der Hosentasche. Gluteus medius, Standbein, stabilisierender Muskel. Wenn ihr den richtig trefft, also da ist wichtig, dass man oben an den Beckenkamm hingeht, da wo es im Nutzen das Gesicht verzieht. Wenn ihr den richtig trefft, sollte es relativ unangenehm sein. Das ist bei den meisten verspannt. So eine schöne Beachhaltung einnehmen. 30 Sekunden warten, da kann man jetzt schlecht Bewegungen durchführen, um den weiter zu entspannen. Einfach drauf bleiben. Kann auch gut sein, dass ihr das nicht nur an der Stelle spürt, wo ihr drauf liegt, sondern quasi unterhalb vom Po oder in etwa im Übergang vom Po zum Oberschenkel. Nach 30 Sekunden soll es schon besser geworden sein oder zumindest weniger schlimm. Wenn ihr das habt, nehmt ihr den Ball oder bewegt euch einfach nur ein Stück weiter nach vorne, beide Beine aufeinander, und jetzt ist man auf einem Punkt. Ihr habt hier oben einen tastbaren Knochenvorsprung am Becken und hier außen kommt euer, das was viele als Hüftknochen bezeichnen, ist euer Oberschenkel, heißt der oft austritt quasi, oder der da raussteht, und dazwischen liegt jetzt der Ball gleichzeitig leicht vorne. Wenn ihr mit dem Becken ein bisschen nach vorne kommt, dürft ihr den genau treffen. Das ist ein Punkt, wenn ihr den habt, wisst ihr genau, dass ihr richtig liegt, weil der ist richtig fies. Und dann einfach entspannen, drauf liegen, an was Schöneres denken und 30 Sekunden warten. Das alles solltet ihr auf jeden Fall normalerweise machen, wenn ihr sehr verspannte Oberschenkel habt, bevor ihr die Oberschenkel rollt, weil wir dann die ganze Muskulatur gelockert haben, die schon Spannung auf dem Oberschenkel bringt. Das bedeutet, das Rollen wird wenigstens etwas weniger schmerzhaft. Und jetzt solltet ihr es schon nachgelassen haben. Und jetzt könnt ihr nochmal ein Stück nach vorne drehen. Wir kommen jetzt mehr zum Rectus, Alpha und Quadrizeps. Auch wieder drauf liegen bleiben. Wenn es nicht reicht vom Druck, dann kann man sich einen Superframe holen, wie es bei Southern Level heißt. Und der kann dann nochmal ein bisschen zusätzlichen Druck drauf geben. Wenn ihr die Hüfte oder Pobacke schon gelockert habt, dann nehmt ihr den Lacrosse-Ball und wir fangen jetzt an mit den Hamstrings.
Ihr habt, wenn ihr auf der Kiste sitzt, zwei Knochenvorsprünge, die man merkt, egal wie groß der Hintern ist, sind die Sitzbeinhöcker. Direkt davor nehmt ihr den Ball. Da spürt man ganz gut, wenn man seitlich drüber rollt, dass dann fester Strang ist, ist der Ansatzpunkt von den Hamstrings, hintere Oberschenkelmuskulatur. Direkt da solltet ihr schon mal den Ball platzieren, dann gebt ihr Gewicht auf die Seite, sitzt bei mir gerade unter der linken Seite. Und jetzt kann ich meinen Fuß nach innen und außen heben, wieder in Außenrotation in der Hüfte und quasi so den Muskel oder die Sehne in dem Fall über den Ball wandern lassen. Wenn ihr dann ein bisschen den Ball nach innen bringt, also Oberschenkel, Innenseite hinten, auch wieder relativ nah am Becken, dann seid ihr schon Richtung Adduktorenloge, auch meistens ziemlich gut in einer unangenehmen Weise. Könnt mit der Hand nochmal mehr Druck aufgeben, von oben einfach auf die Adduktoren drücken und dann auch wieder über Innen-Außen-Rotation in der Hüfte eine Massage durchführen. Reichen eigentlich immer so 10, 15 Mal. Kann man natürlich auch ein bisschen länger machen, wenn es besonders fest ist. Dann nehmt ihr den Ball ein Stück weiter nach vorne, in die Mitte vom Oberschenkel, also von der hinteren Oberschenkelmuskulatur, und könnt jetzt einfach mal vor- und zurückrollen. Dann merkt ihr schon, ob da was fest ist. Meistens, hintere Oberschenkelmuskulatur ist so aufgebaut, dass ihr hier einen Strang habt, innen, und einen Strang außen. Deshalb ist es meistens so, dass in der Mitte relativ angenehm ist. Wenn ihr den Ball ein bisschen nach außen nehmt, und jetzt hier hilft immer, wenn ihr außen rollt, die Hüfte ein bisschen nach außen zu rotieren, also den Fuß innen anzuheben. Meistens findet man hier ganz gut Punkte, die relativ verspannt sind im Muskelbauch, also in etwa in der Mitte vom Oberschenkel. Jetzt kann ich mit beiden Händen nochmal schön Druck drauf geben, damit es richtig wehtut. Und dann gibt es wieder Bewegung oben drauf, Beugen, Strecken. Dadurch zieht ihr den hinteren Oberschenkelmuskel natürlich wieder über den Ball. Wieder die 10, 15 Mal oder 15, 20 Mal, je nachdem wie fest es ist. Wenn ihr das habt, mit dem Ball ein bisschen nach innen, innerer Anteil, dabei ist eine Innenrotation immer von Vorteil, weil der Druck nach innen wandert, also Fuß außen heben. Wenn ich da jetzt einen Punkt gefunden habe, auch meistens Muskelbauch, kann ich wieder drücken und wieder beugen und strecken. Das Gleiche könnt ihr auf der ganzen Länge vom hinteren Oberschenkel machen, also durchaus auch Richtung Knie unten. Oft nochmal ein Punkt, der fest ist, den sucht ihr euch einfach, gebt Druck drauf und dann wieder beugen, strecken.